Hallo meine lieben Feingeister und willkommen zurück in unserem wunderschönen Humidor. Mein Name ist Lisa Marie Schäfer und wir begeben uns auf unsere heutigen Zigarrenreise in die Dominikanische Republik. Genauer gesagt sind wir heute beim Zigarrenhersteller Santa Damiana unterwegs, einem Hersteller, der allgemein als relativ jung gilt, da die Firma 1992 erst ihren Durchbruch mit einer Zigarre geschafft hat. Allgemein kann man aber sagen, die Zigarren von Santa Damiana sind beliebt und werden auch gerne, gerne geraucht. Ich persönlich rauche sie auch ganz gerne. Die haben einfach, finde ich, eine schöne aromatische Tabakmischung, die bis jetzt zumindest jedem immer geschmeckt hat, dem ich sie empfohlen habe. Genauer gesagt schauen wir uns heute die Maduro-Serie an. Ich stelle euch heute die Santa Damiana Vintage Maduro im Format Robusto etwas genauer vor. Wir haben hier ein schönes, angenehmes 50er Ringmaß. Es ist ein mittelkräftiger Blend, welcher sich aus einer dominikanischen, nicaraguanischen und peruanischen Einlage, einem ecuadorianischen Umblatt und einem amerikanischen Connecticut Broadleaf Maduro Deckblatt zusammensetzt. Ich finde es eine spannende Mischung. Zur Optik, wir haben richtig, richtig schönes Deckblatt, fast schwarz in tiefen Braun. Umwickelt wird es von einer Banderole, die in Schwarz-Silber gehalten ist, das Santa Damiana Logo zeigt und eben auch nochmal den Vintage Maduro Schriftzug. Also alles in allem, kleiner Blickfänger auf jeden Fall. Der Kaltgeruch. Das ist, finde ich, eine leichte Mischung aus einer schönen, dezenten Schokosüße und angenehmen Würzaromen. Also in der Nase finde ich sie schon sehr, sehr toll. Geschmacklich hat sie mit richtig schönen Röstaromen begonnen. Die haben sich auch tatsächlich bis zum Ende des Smokes gehalten. Im ersten Drittel waren dann auch noch Erdaromen, Kaffeearomen mit im Vordergrund dabei. Im zweiten Drittel kam dann noch mal so eine richtig schöne Ledernote dazu und wieder, wie auch in der Nase, eben dieser Hauch von Zartbitterschokolade. Im letzten Drittel wurden diese Geschmäcker dann noch mal von der ganz feinen Pfeffernote untermalt in Richtung schwarzem Pfeffer. Also ich fand es einen super leckeren Smoke, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Probiert sie aus. Ich persönlich werde sie definitiv wieder rauchen. Abbrand und Zug waren auch top, da gab es nichts auszusetzen. Preislich liegen wir hier bei 8,10 €, was ich finde für einen ungefähr 90-minütigen Rauchgenuss absolut fair. Ihr bekommt das schöne Stück natürlich wie immer bei uns vor Ort in unserem Humidor oder aber auch wieder in unserem Online-Shop. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare, euer Feedback, eure Verkostungswünsche und wünsche ansonsten einen wunderschönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis bald.